Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem kleinen, keine Ahnung, was Video. bisschen Quatschi-Quatschi und erklären und sowas. Während ich gerade level, habe ich da ein bisschen Bock drauf. gerade level. Ich habe mir gerade so überlegt, ich habe gerade heute wieder einen Kommentar gekriegt, ich wollte doch ein Ding ins Jahr, ist das ein Farm-Guide machen? Beziehungsweise ein Money-Make-Guide. Folgendes. Warte mal, ich muss bei mir mal die Musik ein bisschen leiser machen. So. Folgendes. Wie macht man am schnellsten und am besten Geld in DMO? Am schnellsten ist immer so eine Sache. Kommt halt drauf an. Jetzt mal dieser Guide, den ich euch jetzt ans Herz lege, setzt voraus, dass ihr auch Zeit habt, einen Shop zu öffnen. Also wirklich mal, und das nicht nur, weiß ich nicht, 5 Minuten einen Shop aufmachen oder 5 Minuten mal ein bisschen rumschauten oder so, sondern einfach mal, dass ihr auch ein bisschen Zeit investiert in Marktforschung so gesehen. Also das ist so die Ökonomie von Digimon ein bisschen auskundschaftet und dann versucht so das bestmöglichste Item rauszusuchen für euch und damit halt Geld zu machen. So, jetzt abgesehen von den ganzen Standardsachen, so, das wird der erste Teil sein. Wie mache ich am meisten Kohle? Indem ich einen Shop aufmache. So, zuallererst ist wichtig, wenn ihr einen Dingens Cash Shop holt, also so einen hier, so einen Consignment Shop, bezahlt ihr keine 2% Fee. Also an den Shop selber, beziehungsweise an Digimon selber. Wenn ihr einen normalen Personal Shop holt, hier habt ihr 2% Fee, die euch abgezogen werden, und das ist halt hinterher, wenn ihr das große Geld macht, ist das halt schon relativ viel. Wenn ihr, sagen wir, 100 T macht, werden euch 2 T abgezogen. Das ist halt schon eine ganz schöne Hausnummer, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ich würde euch raten, also so mache ich es auf jeden Fall, besorgt euch jedes Mal einen Personal Shop. Der kostet 70 T Silk, also im Moment noch. Ich weiß nicht, wie das ab dem 27. laufen wird. Unter Joymax kostete der 70 P Silk für 30 Tage, was umgerechnet 5 Euro oder so sind. Und das für 30 Tage. Glaubt mir, das lohnt sich. Das ist zwar relativ viel so, wenn man echt nicht viel Kohle aufladen kann, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann ist wichtig, dass ihr euch mal hinsetzt und einfach mal den Digimon-Markt erforscht. Guckt euch Sachen an, was kann man gut zu Geld machen. Also ich bin im Moment so, ich tendiere zu den natürlich Digiclone-Boxen, die kann man relativ gut verticken, zumindest auf Barbermann. Aber das gilt jetzt für jeden Server. Ihr sucht euch Dinge raus, wo ihr wisst, die Leute brauchen das relativ häufig, zum Beispiel sagen wir mal Archive. Und guckt euch so die Preise an. Schaut, für was die weggehen. Behaltet Shops im Auge. So zum Beispiel hier auf dem Server ist es zwischen 4,5T und 5T kriegst du die relativ gut los. Das heißt, wenn nicht sogar 5,5T, wenn die Digimon dringend gebraucht werden. Beziehungsweise die Plätze, wenn neue Digimon rauskommen, etc. Dann gehen Digimon-Archive halt richtig gut weg. Zum Beispiel jetzt am 27. werden neue Digimon rauskommen. Da könnt ihr euch Digimon-Archive kaufen und die könnt ihr verticken, zum Beispiel. Oder was im Moment richtig gut geht, wegen den Digiclone-Boxen, sind auch Reset Capsule A. Die gehen so im Schnitt, also die werden verkauft so auf dem Markt. Der Marktpreis liegt im Moment von zwischen 5 und 7 T pro Stück. So, und ihr könnt für 100 Pese, könnt ihr ungefähr, wenn ihr die jetzt so selber kaufen wollt, cashen wollt, könnt ihr so 4 oder 5 Stück holen. Das für 100 Pese könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wenn ihr pro Stück 6 T nehmt, dass ihr dann so 24 bis 30 T machen könnt. Für 100 Pese. Das ist, normalerweise rechnet man pro 100 Pese ungefähr 20 T. Da sind 24 bis 30 T natürlich super awesome. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen Startkapital natürlich besitzt, würde ich euch sagen, guckt euch, sucht euch irgendwas raus. Ich mache es zum Beispiel so jetzt im Moment, ich habe Digiclone-Boxen, die kosten, die kriegt man gut für 35 M weg. Also 30 bis 35 M gehen die super weg. Dauert noch nicht mal einen Tag oder so, dann habe ich alle verkauft, egal wie viele ich drin habe.
und ich kaufe die für 20 bis 25 M, sodass ich pro Box so ungefähr 10 bis 15 M Gewinn mache. Versucht immer so 50% von dem Preis, den ihr habt, als Gewinn zu bekommen. Also sagen wir, ihr kauft für 3,5 T, sagen wir, es ist ein Angebot gerade am Laufen, ihr kauft für 3 T Archive und verkauft die dann für 4,5, dann habt ihr 50% Gewinn gemacht. So meine ich das. Also versucht immer 50% Gewinn rauszuschlagen. Es geht auch, es muss jetzt nicht Archive, das ist jetzt schon richtiges Late. Das ist Late-Game-Kalkulation, wenn ihr schon richtig viel Money gemacht habt mit dem ganzen anderen Zeug. Sagen wir, wir machen das jetzt mit Beast-Data. Also die drei großen Datas, die man so eigentlich immer braucht. Beast, Devil und Dragon sind so die Hauptdatas. Die gehen im Moment für 3,5M Maximum. Also dann dauert es halt relativ lange, wenn ihr die für 4M verballert, dauert es halt echt lange. Kauft diese Data für 2M und vertickt die für 3,5 und ihr werdet so viel Geld machen. Das ist abnormal. Damit haben ich und Shui mal vor einem Jahr oder so angefangen, so echt so wirklich auf den Markt zu achten. Oder zum Beispiel Chicken Combo. Super Sache. Keiner farmt im Moment Chicken Combo, alle leveln. Keiner farmt. Farmt Chicken Combo. Macht euch ein Digimon mit Evade hoch. Also zieht ein Digimon mit Evade hoch. Farmt die Chicken Combo und vertickt die für 3M. Pro Stück 3M, das ist ja Wahnsinn. Wir haben früher 1M gezahlt, wenn nicht sogar 800W. Also ich habe heute noch mit Shui drüber geredet. Wir haben im Schnitt 1M bis 800W bezahlt pro Stück. Und jetzt kosten die 3M. Ich habe gestern 4000 Stück für 2M pro Stück gekauft. Natürlich, das ist wieder so eine große Hausnummer, weil ich halt ein bisschen Startkapital habe. Und die habe ich dann für 3,5M vertickt. Und du machst halt... Ihr müsst überlegen, 4000 mal 3,5, also seid ihr bei 14T Gewinn. 14T macht ihr daraus. Und ich habe 8T gezahlt, so. Weißt du? Das ist halt, das sind 6T Gewinn, das ist der Wahnsinn. So, also ganz wichtig, so der beste Money Guide, den ich euch bieten kann, ist halt der, macht einen Shop auf. Farm, alles in Digimon hat Wert. Also wirklich, alles in Digimon hat Wert. Alles. Das heißt, wenn ihr irgendwo hingeht, ihr werdet nie so wirklich sehen, dass ich irgendwas liegen lasse. Außer vielleicht Memory Chip oder so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was halt... Es hat zwar auch seinen Wert, aber der Wert ist halt einfach zu gering. Ich werde halt immer irgendwie alles aufheben und alles irgendwie verwerten. Ich werde es nicht immer sinnvoll machen. Es gibt natürlich auch Leute, die öffnen spezielle Eggs, zum Beispiel diese hier. Diese NSO-Eggs und sowas, die werden halt geöffnet, um vernünftige Chipsets rauszubekommen, die halt extrem viel wert sind. Mache ich im Moment nicht, zumindest in der Maze nicht, weil da lohnt sich das einfach nicht. Ich finde, die Maze-Dinger, die sind halt, die bringen halt schon so seine 300 bis 500 M, aber nur bei guten Sachen. Und hauptsächlich kriegst du halt Scheiß-Stuff raus und so kriegst du halt von den Dingens, wenn du die Returns, was kriegst du da? 6M pro Stück, das ist halt auch schon gar nicht so schlecht. So, auch im Early Game. Also wirklich, wenn ihr ganz neu seid, hebt alles auf. Alles, wirklich alles aufheben und alles refunden, was geht. Data immer schön lagern, Data kann man immer verticken. Ich habe letztens 120, also ich habe wirklich in 3 Monaten oder so zusammen, habe ich 120 Aquadata oder so gesammelt. Also halt, hat ewig gedauert. Aber die Aquadata war dann halt so viel wert, dass ich die für 6 bis 7 M pro Stück verticken konnte. Und das hat sich dann halt wieder gelohnt. So. Weißt du so? Ihr müsst euch überlegen, wo wollt ihr hin mit eurem Geld? Seid ihr recht sparsam? Ihr braucht halt so gut wie gar nichts so am Anfang. Ihr könnt das Geld echt gut zusammensparen und erstmal horten und erstmal ein Kapital aufbauen. So. Dann würde ich euch raten, baut euch ein Kapital von 30, 40 T auf. Durch Kleinigkeiten verkaufen, durch wirklich jedes Mal alles an Data verkaufen zu einem Preis, der maximal ausgereizt ist, also so Data wirklich Beast, Dragon, Devil Data 3,5M auf Barbamon jetzt, natürlich bei euch auf dem Server wird es halt anders sein, reizt den Preis aus, also variiert immer den Preis, guckt wie schnell das weg ist,
wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen wir, ihr packt etwas für 3M rein und das ist nach 10 Minuten oder so schon weg, dann heißt das für euch, alles klar, die 3M oder so waren halt zu wenig, geht ihr halt das nächste Mal auf 3,5M mit denselben Items. Und variiert mit den Preisen. Passt euch den Markt an. Der Markt verändert sich ständig, also wirklich ständig. Wenn ich überlege, wir haben vor ein paar Monaten haben wir noch 12M pro Dingens Digicore gezahlt und jetzt kriegst du die für 6M hinterhergeschmissen. So. Überlegt auch Dingens so Sachen wie Gehenna, also Burst Mode, wenn ihr jetzt auf Burst Mode Items zum Beispiel gehen wollt, Sachen wie Gehenna, Furious Claw oder so Sachen, die Apokalimon Dingens da, also das Burst Mode Item für Apokalimon. Solche Sachen, Return of Nothingness heißt es, glaube ich. Solche Sachen, die sind halt nicht dauerhaft im Shop. Die kann man halt kaufen von irgendjemandem, wenn die draußen sind für 10T. Und die behaltet ihr dann 3-4 Monate und vertickt die dann für 40 bis 60T. Weil die einfach so extrem an Wertsteigerung haben. Ich habe zum Beispiel Furious Claw aus dem Event gehabt. Behalten die ganze Zeit, ich glaube 2 Monate nach dem Event vertickt, 25T pro Stück, was halt extrem viel ist, wenn man überlegt, dass du davor halt 9T oder so für die Dinger gerade mal gekriegt hast. Und dann machst du einfach mal so Gewinn von 150% so gesehen, was halt ganz nice ist. Ja, wie gesagt, achtet auf den Markt, ganz wichtig, sucht euch eure Dinger raus, die ihr zum Beispiel jetzt gerade farmen könnt, während ihr levelt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Devil Data oder Solmon Eggs. Solmon Eggs gehen für 30 bis 35M weg und Devil Data geht so im Schnitt, wie gesagt, bis zu 3,5M. Kriege ich die los. Mystery Digiclone Boxen kriege ich halt immer noch für 30 bis 35M weg, was ganz geil ist. Und ansonsten ja, ich muss nochmal gucken, ob ich ein bisschen komme. Ich habe jetzt gerade für einen Kollegen Dingens sein Gilmon drin, 5 von 5, und wir versuchen ein bisschen Geld damit zu machen. Weil er hat vor ein paar Monaten, als das im Event war, hat er einen 5-5er gezogen. Für 10T hat er sich den, glaube ich, gekauft. Und wir verticken den jetzt gerade für 40. Also so könnt ihr halt Kohle machen. Natürlich kann man sich auch mega verkalkulieren. Das müsst ihr auch einberechnen. Also gebt nicht euer ganzes Geld immer für irgendwelche Stacks oder so aus. Ich und Musa hatten mal das Problem, wir haben mal TK geholt. Wir hatten knapp 90T zusammen. TK hat zu dem Zeitpunkt 45 bis 60T gekostet. Wir haben uns gedacht, komm, wir kaufen die 45, war halt der günstigste Preis. Wir kaufen die für 45, zwei Stück, und verticken die für 60. Das Problem war, dass genau in diesem Zeitpunkt, als wir die gekauft haben, ist der Preis gedroppt. Von 45 auf irgendwas mit 30T. Und das hat halt, wir haben halt ultra viel Verlust gemacht. Sowas kann natürlich auch oft vorkommen, aber bei so Sachen wie Dinge, die halt immer gebraucht werden, sowas wie Archive, Backup-Disks, OCS, NCS, also Option Change Stone, Number Change Stone, was braucht man noch immer? Digicore könnt ihr im Moment total vergessen, weil man kriegt ja die Digiklone hinterhergeschmissen, und für was braucht man sonst noch Digicore? Außer jetzt vielleicht für die Digi-X, aber ganz ehrlich, da farmt die X lieber. Chicken Combo braucht man immer. Dass der Preis so hoch gegangen ist, hätte ich auch niemals gedacht. Ich habe gestern wieder eins, gestern, also von gestern auf heute wieder 1600 Stück vertickt. Hab jetzt im Moment immer noch, also ihr seht, ich brauche für den hier zum Leveln, brauche ich keine Chicken Combo, und habe immer noch knapp 1,3 Dingens, fast 1200 Chicken Combo im Inventar. Sucht euch, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt Bock jetzt richtig krass lang zu leveln, so wie ich, ihr könnt ja sehen, 88 ist das Digimon, und ich würde das Wochenende auf jeden Fall auf 90, wenn nicht sogar 95 ziehen, vielleicht sogar 99, je nachdem wie die Lust da ist. Sucht euch Spots aus, wo ihr lange bleiben könnt, wo ihr relativ gut farmen könnt. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel bis 99 easy hier in der Maze machen kann. Dauert zwar seine Zeit, aber muss halt Geduld mitbringen. Also bis 90 auf jeden Fall. Ansonsten gehe ich dann halt Waterfront oder so. Ja, also wichtig. Wichtig für die ganzen Anfänger, die jetzt nicht cashen, oder so allgemein die Leute, die jetzt nicht cashen und so ein kleines Kapital aufbauen wollen, alles aufheben.
spart euch die ersten 5M zusammen, setzt die ersten 5M für eine Personal Shop Lizenz ein und wirklich setzt euch mal einfach so über Nacht, wenn ihr es schafft und ihr könnt euren PC über Nacht anlassen oder so, oder mal so 2-3 Stunden anlassen und ihr guckt Animes oder sowas, oder seid draußen mit Freunden, muss ja nicht jeder so ein Stubenhocker sein, dann macht es, macht einen Shop auf und kalkuliert, rechnet um, guckt euch Sachen an, guckt euch den Markt an, schaut nach, was lohnt sich für euch jetzt am meisten. Verballert nicht all euer Geld für irgendwelche, hatcht nicht jedes Digimon, was rauskommt, wartet, habt Geduld. Wenn wir jetzt sagen, ihr müsst nicht immer einer der Ersten sein, ihr könnt es eh vergessen, dass ihr einer der Ersten seid, die irgendwas auf 99 bringen, weil die ganzen, es gibt so 2-3 Pinoy-Gilden hier auf dem Server, die einfach immer Platz 1 auf allem ist. Auf allem sind, so. Die Jungs, die sind halt richtig krank. Also ich weiß zum Beispiel, dass beim Raiden hast du halt immer so Leute dabei wie Atomic, ist halt extrem gut. Ist einer der, ist ein Brasilianer, der halt der es halt richtig drauf hat. Der hat halt, ich glaube sogar, wenn nicht sogar das stärkste Alphamon im Game. Perfekt geklont, 130% mit der höchsten Höhe, also mit der höchsten Größe. Der hat Memory Skill drin, der hat einen Tie, der hat alles, Alter. Der weiß einfach genau, wie er den spielen muss und der beim Raiden zieht er halt immer alles. Der ist halt immer erster, so gut wie immer erster Platz. Natürlich variiert das, weil du kannst halt, selbst mit Level 99 hast du noch eine Miss-Rate. Was sich natürlich auch ändern wird, wenn jetzt ein neues Dungeon rauskommt, aber dazu wird es dann später ein Video geben. Ein Review auch zu den einzelnen Sachen. Wenn nicht, schaut bei Foxy Gamer auf Englisch vorbei, könnt ihr euch das auch geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, zurück zu diesem Money Guide. Studiert den Markt, ganz wichtig. Also das ist so das, was ich euch vorschlagen würde. Was mir gerade einfällt, habe ich mein Mic richtig eingestellt. So, jetzt seht ihr mal hier Premium-Einstellung. Ja. Mike ist richtig eingestellt. Ich muss immer auf die Lautstärke achten, weil ich habe heute wieder Dingens gezockt, ein bisschen CSGO mit Michi und so. Und dazu wird es auch eine Folge geben, ein 5-Mann-Team, total lustig, hart auf den Sack gekriegt. Ein bisschen rumgerage und so, aber trotzdem ganz lustig. Ja, wie dem auch sei, wichtig, hebt alles auf, guckt euch den Markt an, kauft euch einen Shop. Und setzt euch mal ein paar Stunden hin und studiert den Markt und die Shops und so. Und macht das nicht nur Dingens hier einmal und das dann für 6-7 Monate, weil die Preise verändern sich. Macht das so am besten, also ich mache es immer nicht am Wochenende, weil Wochenende sollte eigentlich fürs Leveln sein durch 300% Erfahrung und so. Macht es. Oh fuck, ich hab vergessen. Macht es in der Woche. Sucht euch einen Tag in der Woche aus, wo ihr euch echt mal hinsetzt und einfach mal so ein paar Stunden über den Markt geht, euch alles anguckt, jeden Shop auf Channel 1, 2, 3, 4, 5 bis Channel 8, jeden Shop anguckt und euch die Preise ausrechnet für die Digimon-Sachen, die ihr verkaufen möchtet. Ja, ansonsten bleibt für mich nur noch sagen, viel Glück natürlich bei eurer Marktforschung, viel Glück bei der Preiskalkulation und hoffentlich macht ihr ordentlich Kohle mit dem Trick. So wie ich im Moment. Also ich habe jetzt alleine gestern wieder 40T gemacht. Ich hatte 80T, habe dann meine Digimon geklont und hier, ihr könnt zum Beispiel sehen, wofür mein Geld drauf gegangen ist. Hier habe ich einen Ring. Greymon, du kannst mir mal sagen, also wenn du das gerade siehst, kannst du mir mal sagen, ob der Ring einigermaßen okay ist. Ich weiß, Max DS und Defense ist jetzt nicht so Premium. Aber die beiden Attack-Stats sind relativ gut, denke ich. 289 und 280 bei einem Max-Wert, glaube ich, von 300. Wenn ich mich nicht irre, ist gar nicht so schlecht. Ja, und der ist halt scheiße, aber ich habe im Moment noch keinen besseren gefunden. Ich habe jetzt Attribute und Dinge draufgezogen, was halt schon gar nicht so schlecht ist. Und dann wollte ich wissen, ob mir jemand sagen kann, ob Digitary Power 199% Maximum ist oder ob man, ob das variiert, ob ihr 199 kriegt oder 200, weil ich kann es jetzt nicht noch höher machen. Und manchmal springt er ja halt 3 Stufen hoch, also 3% Stufen hoch. Ja, da könnt ihr sehen, da ist halt auf jeden Fall richtig viel Kohle drauf gegangen. OCS sind, Number Change Stones habe ich viele gebraucht, weil mein Ring hatte ja schon 2 Attack-Werte. Da ist halt
relativ viel Geld bei, draufgegangen. Dann natürlich, der ist halt jetzt komplett 15-15, da können wir die Sets durchgehen. Er hat 4400 AT, der hat 111% Crit, 86% Block und 141 halt alles auf 15. Ich frag mich gerade, warum ich die Aura nicht anhab. Kann ich euch die Aura mal zeigen, falls ihr die noch nicht in einem anderen Video gesehen habt. Warte. Ah, miau. Interface. Digimon. Ja, könnt ihr sehen. Ich mag die neuen Auren, die sehen halt mega awesome aus, besser als die alten. Ja. Achso, genau, fällt mir gerade ein. Es gibt noch einen Trick. Ganz wichtig. Für die Leute, die nicht cashen möchten, und die auch ein bisschen Geduld haben und nicht alles hasten müssen und so wirklich. Wenn ihr überlegt, ich war, als ich das Let's Play angefangen habe, war ich schon Level 70. Und das ist jetzt mittlerweile das dritte Jahr, wo ich die Let's Plays zu Digimon mache, und ich bin jetzt gerade mal 92, also habe ich es geschafft, in 3 Jahren 22 Level zu steigen. Wenn ihr genau so eine Geduld habt, dann könnt ihr das, dann braucht ihr auch nicht unbedingt Dingens, wie heißt das, irgendwelche Sachen cashen oder von anderen Leuten kaufen. Habt Geduld und wartet auf Events, solche Events wie jetzt zum Beispiel. Ihr könnt mit den Coins relativ geile Klamotten, ihr kriegt 3 Digimon-Archive, wenn ihr euch die wirklich die Zeit nimmt und mal so 2-3 Stunden in Digimon Online seid. Ja, solche Sachen halt. Also ihr könnt euren Hauptaugenmerk darauf setzen, dass ihr Dinge vertickt, auf gute Events wartet und euch da die guten Sachen rauszieht, sei es Digimon X. Oder sei es irgendwelche Burst-Mod-Items, sei es Archive, XP-Booster, irgendwelche Data oder sowas. Es wird immer irgendwelche coolen Events geben. Das ist halt das Geile an Digimon, und dadurch spart ihr halt relativ viel Geld. Wenn ihr natürlich Geduld und Zeit habt, nicht so wie ich jetzt und einfach mal diesen Monat 75 Euro cash, vercasht oder so. ja. Gut, was gibt's abschließend noch zu sagen? Nicht viel, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, schaut auf den Markt und so weiter. Spult zurück, wenn ihr euch die Ansage nochmal anhören wollt. ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn Fragen sind oder so, ich kann euch nicht spezielle Preise sagen. Das ist relativ schwierig, weil die Server unterschiedlich sind und sowas. Und die Preise sich immer wieder verändern. Aber ich kann euch Tipps geben und euch ungefähr sagen und schätzen, was ist und wie und wo und was und warum. Deswegen schreibt mir irgendwas, eure Fragen gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Guide, beziehungsweise im nächsten Erklärungsvideo. Und dann, ja, hoffe ich, kann ich euch wieder helfen. Bis dahin, viel Spaß noch, haut da rein. Ciao.